So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings, der etwas andere Kartenlegekanal. Schön, dass du da bist an diesem Osterwochenende. Ja, ich hoffe, du hast für dich selber irgendwie Gutes geplant, tust dir mal Gutes, sagst ja, Wetter schön, die Sonne scheint, die Vögel picken, da kann man auch im Freien essen. Und von daher hoffe ich, du tust dir Gutes. Und ja, wir schauen auch mal die Energien an. Was gibt es denn da rund um die Feiertage so zu sehen in Bezug auf dich? Welche Botschaft habe ich heute für dich? Auch jetzt natürlich rund um die Liebe, weil es meistens so ist, dass wenn Feiertag ist, wenn man ein bisschen zur Ruhe kommt, auch bei deinem Gegenüber, mal so ein bisschen das Runterfahren angesagt ist und dann kann man auch klare Gedanken haben in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf dich, auf euch. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. So, und ja, herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft, meine liebe Maike, du bist dabei, du bist am Start. Herzlich willkommen. Auch du kommst natürlich gleich in meine Müsli-Schüssel hinein. Die Müsli-Schüssel, was ist das? Sonntags im Mitgliederbereich gibt es dann immer Sachen zu gewinnen. Ich verlose Sachen. Und alle Kanalmitglieder sind quasi in der Müsli-Schüssel drin. Und da gebe ich euch ja auch gerne immer mal was zurück. Na? Plus das große Deck für die kommende Woche. Da schauen wir mal alles an. Haben wir überlegt, ob ich mal ein großes Deck hier mache. Da muss ich natürlich aber auch um Geduld bitten, bis ich diese ganzen Karten ausgelegt habe. Ne? Das ist ja immer, und dann vergeht die Zeit, du fängst dich an zu langweilen. Wenn ich es vorher schon auslege, heißt es dann, ja, das hat er sich ja vorher schon so hinsortiert. Wie es das machst, ist es falsch. Ja? Aber da muss ich mir nochmal überlegen, wie kriege ich das denn am besten hin. Aber ist ja jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, genau wie in meinem Liegezimmer hinten, da geht es auch schon vorwärts. Sideboard steht, Schrank steht schon, Schreibtisch ist bestellt, ein Paravent ist bestellt, also es sind viele Dinge im Zulauf, wo es dann vorwärts geht. Ein Solarium steht auch noch da, das wird aber abgeholt die Tage, dass ich Platz habe, weil es gibt nichts Schöneres als Platz zu haben. Na? So, also wir wollen jetzt aber nicht über Einrichtungen sprechen. Ich bin nicht Tine Wittler, so, und da mache ich mich mal in die Ecke rein. Und wir fangen mal an zu gucken. Wir brauchen natürlich ein Bild für YouTube. So, da ist es auch schon. Ja, und was sehen wir da? Es spiegelt. Spieglein, Spieglein. Und wir mischen Karten. Also ich bin mal gespannt, was wir jetzt über die Ostertage, Feiertage so zu sehen bekommen. Was ist da los bei ihm? Was macht das mit dir? Was kannst du für dich Gutes tun? Welche Botschaft habe ich da so für dich? Das wollen wir uns alles angucken. So, und wir mischen mal. Ja, was habe ich denn Ostern so geplant? Eigentlich nicht viel. Ich habe sehr viel zu tun zu Hause. Habe ja Baustelle hier und da, Meerschweinchen im Zulauf, Liegezimmer im Aufbau, Pferd auf der Ranch, Patienten, also ist einiges los. Aber wir wollen jetzt hier spirituell sein, wir wollen Energien haben. Was ist rund um ihn so los? So, ich muss mich immer so ein bisschen, glaube ich, nach der Kamera orientieren. Irgendwie, entweder habe ich einen Knick in der Optik. Oder meine Kamera hat einen Knick in der Optik. Es gibt einen Knick in der Optik, aber das macht nichts. Das kriege ich alles hin. Bin ja vom Fach. Na? So, okay. Einmal, dann brauchen wir auch noch Zusatzkarten. Wollen mal schauen. Wenn du gerade so das Gefühl hast, Mensch, in der Liebe könnte es ja besser laufen. Ist das jetzt mein Partner oder ist das schon mein Ex-Partner? Oder ist das mein Partner in spe? Oder weiß der immer noch nicht so genau, was er will? Dann bist du hier genau richtig, denn wir schauen immer mal rein, was sind die Energien rund um euch herum, hauptsächlich auch zu konkreten Fragen, ja, die es da so gibt. Aber heute, wir wollen einfach eine Botschaft haben in Bezug auf dich, auf die Liebe. Was ist gut für dich? Wo geht's lang? Was ist mit deinem Herzblatt los? Geht's vorwärts, geht's rückwärts, stagniert die ganze Geschichte und wenn ja, warum? Wollen wir ja wissen, wieso geht da nichts vorwärts? So, ich habe übrigens meine kleine Handkamera wieder gefunden. Die nehme ich dann auch gerne mal mit zur Ranch. Ich habe gesagt, ich spiele euch immer mal ein bisschen was ein, dass ihr mal ein bisschen Ablenkung auch bekommt, auch mal seht, was mache ich denn überhaupt so, wo bin ich, was tue ich, wo komme ich her?
wo gehe ich hin? Aber wir wollen jetzt hier mal reingucken, was ist die Energie? Was sieht man denn da? So schön ist momentan das Thema bei euch. Und da haben wir ein, ja, Ass der Schwerter. Ist eine gute Karte, weil da geht es um eine Idee, da geht es um eine Erkenntnis und da geht es auch um eine Entscheidung. Also offensichtlich steht hier irgendwie eine Entscheidung bevor in Bezug auf euch beide, weil diese Karte ist ja für euch beide da. Ups, da ist sie. Eine Idee. Vielleicht hat er die Idee, okay, man könnte bei euch beiden Dinge anders machen. Vielleicht hat er auch die Erkenntnis jetzt, und ich habe es ja an eingangs des Videos schon gesagt, ich mache auch sehr, sehr gerne Readings zum Wochenende hin, zum Feiertag hin, weil es da bei deinem Gegenüber genauso ist wie bei dir. Er hat Zeit für sich zum Nachdenken, um Erkenntnisse zu erlangen. Die Erkenntnis, welche das ist, das werden wir jetzt im Laufe des Readings sehen. Aber ganz offensichtlich hat er vielleicht auch eine Idee, wie das bei euch beiden vorwärts gehen kann, besser gehen kann, in die richtige Richtung gehen kann. Ideen sind immer gut, ja, weil dieses Reading ist ja für euch beide. Was ist da in der Energie los? Und wenn du gerade das Gefühl hast, ja, irgendwie bemüht er sich schon, ja, aber irgendwie geht es auch nicht so wirklich vorwärts, dann kann ich dir jetzt hier auch genau sagen, woran das liegt. Mit den drei der Münzen, das ist so eine Karte für etwas ausbauen, etwas verbessern. Da geht es darum, ja, vorwärts zu kommen. Du siehst ja mit den drei Münzen, da stehen welche, die beobachten irgendein Gewölbe. Da geht es um, ja, um vielleicht etwas Neues ausprobieren, was verbessern, ausbauen, aufbauen, Dinge anders machen. Ich habe so das Gefühl, bei deinem Herzblatt, in der Energie gerade eben, geht es schon rund um das Thema, hä, wie können wir denn das mit dir eigentlich besser machen? Das Thema Ausbauen, Aufbauen in eurer Partnerschaft, in eurem Kennenlernen, das kann auch in seinem Rückzug stattfinden. Na, viele Männer brauchen da immer ihre Ruhe dazu, weil ich sehe schon, das macht ihm sehr viel Unruhe. Ja, also ich glaube, er hat auch gemerkt, okay, mit dir zusammen ist zwar schön, deswegen ist ja auch hier die Erkenntnis oder die Idee, was man besser machen könnte. Aber irgendwie ist da bei euch so ein bisschen die Unruhe drin gewesen. Ne? Oder vielleicht war die Unruhe auch nur bei ihm. Die Vögel, das ist Unruhe, Nervosität, Aufregung, Stress, Kopfkino, der Klee, kleines Glück. Also ich habe schon so das Gefühl, dass dein Wunschpartner entweder gerade auf dem falschen Fuß erwischt hast zu der Zeit, dass er viel um die Ohren hat, weil die Vögel, die sind einfach so eine Karte, ne? Da ist viel los, da ist Stress, da ist Aufregung da. Vielleicht hattet ihr auch gemeinsam eure, ja, Momente, wo du gesagt hast, boah, also da hatte ich schon mal Schöneres kennenlernen. Ne? Da ging es schon mal fluffiger von der Hand. Mit dem hier ist es irgendwie anstrengend. Ne? Aber ich glaube, es sind äußere Umstände auch, die für Unruhe sorgen, die für Gedankenkarussell sorgen. Er hat vielleicht auch noch andere Themen als dich und diese Partnerschaft, die er erledigen möchte, die er schaffen muss, ne, weil die drei Münzen, da muss man ja auch etwas erschaffen, etwas ausbauen, aufbauen, erledigen. Ne, also ich glaube, er hat ganz, ganz viel im Kopf gerade. Das heißt aber nicht, dass er mit dir nichts zu tun haben will, denn mit den drei, mit dem Ass der Schwerter da oben, glaube ich, haben wir so das Thema, okay, ich habe jetzt hier mal eine Idee. Wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Na, weil ich habe viel zu tun, habe Kopfkino, Stress, das bringt mich selber irgendwo ins kleine Glück. Ich muss etwas erschaffen, etwas aufbauen, etwas ausbauen mit dir gemeinsam, dass ihr euch beide wohlfühlt. Ich glaube, was bei ihm gerade los ist, ja, ist nicht ohne. So, und dann haben wir bei dir hier einmal auch einmal die Gerechtigkeit, der Hund und das Pferd. Ja, wenn ich bei dir mal reinfühlen darf in deine Energie, kann ich dir schon sagen, worum es dir im Kopf gerade geht. Du gibst sehr, sehr viel Emotionen, sehr, sehr viel Gedanken, sehr viel Energie in das Thema er und du. Ja, und es kommt nicht so wirklich viel zurück. Ne? Daher ist das Thema Gerechtigkeit bei dir im Kopf schon da, wo du dir sagst, na, also hä, von ihm könnte ja auch mehr kommen. Ne? Du weißt, dass er irgendwie da ist, du weißt, dass er Interesse hat, du weißt, dass da der Kontakt eigentlich gut ist, wenn er denn da ist, aber es kommt nicht so viel, wie du gibst. Deswegen ist bei dir das Thema in deinen Gedanken,
Gerechtigkeit in Bezug auf die Anhaftung, die da ist. Ne? Der Hund, Anhaftung, Loyalität, Treue, Freundschaft. Ne? Das ist etwas, wo man zusammen ist, zusammenhält. Ne? Das ist so ein bisschen dein Thema. Du gibst sehr viel rein, sehr viele Gedanken auch, sehr viele Emotionen, sehr viel Energie. Ne? Und mit dem Reiter heißt es da auch auf jeden Fall mal, ja, würde mir schon wünschen, dass da mal gute Nachrichten kommen, dass es da einen positiven Aufbruch gibt. Also, wenn ich bei dir in die Gedanken reinschaue, wünschst du dir eigentlich das, was er gerade so im Kopf hat? Und daher ist das eine interessante Legung. Du möchtest mehr haben von ihm, mehr Aufmerksamkeit, mehr Vertrauen, mehr Zuverlässigkeit, mehr Bindung. Ja? Und er arbeitet aber zumindest im Kopf schon dran und sagt, ja, ich weiß, da gibt es noch viel aufzubauen, zu verbessern bei euch beiden. Ich habe da schon eine Idee, wie ich meinen Stress und mein irgendwie kleines Glück, das ich um mich herum habe, wegschaffen kann, verbessern kann, aufbauen kann, wie ich nach vorne kommen kann. Also, wir halten fest, ganz gut momentan, das, was du dir wünschst, an dem arbeitet er gerade. Da ist er schon gerade fleißig damit beschäftigt, zu sagen, ja, ich habe schon erkannt, ich habe dir nicht das gegeben, was ich von dir bekommen habe. Das hat Gründe rund um mich herum. Bin aber dabei, das irgendwie zu regeln, zu managen, nach vorne zu bringen, vielleicht auch Dinge abzugeben, die für Unruhe bei euch gesorgt haben. Ne? Diese Vögel, die sprechen mich hier immer wieder an, weil das einfach irgendwie Unruhe ist. Und gerade im Kennenlernen oder in der Partnerschaft, wenn da Unruhe drin ist, dann ist es nicht schön. Und der Mann ist halt einfach ein Wesen, der sich auch zur Lösungsfindung gerne mal zurückzieht. Ne? Was dann da drüben auch falsch verstanden wird. Also ich sehe schon viel um die Ohren, viel zu tun. Er hat aber einen Plan. Hier muss was passieren, das weiß er selber. Du wünschst dir natürlich mehr Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, die wird kommen, wenn er hier seinen Plan in die Tat umgesetzt hat. Er hat also einen Plan. Das ist dann der Osterplan. So, wir schauen aber, was gibt es denn da in der Gefühlsebene, in der Herzebene zu sehen? Ah ja, da haben wir einmal, Entschuldigung, die Kraft. Dann haben wir die Uhr und dann haben wir den Berg. Okay, ich glaube, der Wille, Dinge zu lösen, die da zwischen euch standen, für ihn, kommt von Herzen. Ja, also aktuell ist es bei ihm im Herzen so, da sind Blockaden da, da sind Schwierigkeiten da, da sind Hürden da. Das heißt jetzt, wenn sich dir ein Mann nicht öffnen kann, muss das nicht immer damit zu tun haben, dass er keine Gefühle für dich hat. Das kann durchaus auch daher kommen, wenn er viel zu tun hat, wenn er viel im Kopf hat, wenn er viel machen, erledigen muss, Stress hat, vielleicht Schwierigkeiten, Probleme hat, dann sagt das Herz, ja, Moment mal, ich kann mich ja gar nicht öffnen, hier ist ja einiges los, habe jetzt ja gar keine Zeit, meine Energie da reinzugeben. Aber ich glaube auch sein Herz mit der Karte der Kraft, das heißt, ich schaffe etwas mit der Kraft, die von innen kommt. Ja? Also er ist schon im Herzen aktuell so, dass er sagt, okay, ich muss jetzt hier mal auf jeden Fall mit meiner Kraft, die von innen kommt, mit Mäßigkeit Dinge voranbringen. Es bringt nichts, mit der Brechstange etwas zu machen. Es bringt nichts, sich jetzt in diese Beziehung reinzustürzen, mit aller Gewalt, mit diesen Themen, die er da oben hat, da reinzugehen, weil da nimmt er nur alles mit rein. Und das wäre für euch, glaube ich, auch nicht so besonders gut. Von daher. Ja, ist das etwas, was man sagt, ja, die Kraft kommt von innen, das ist kräftig sein, das ist mutig sein. Also ich glaube, sein Herz sagt schon, du Frau bist es wert, dass ich jetzt mal mutig bin und meine Schwierigkeiten löse, die ich irgendwie im Kopf da oben drin habe. Es ist an der Zeit, weil auf meiner Karte, in meinem Kartendeck ist es ja 5 vor 12. Also das heißt, es ist etwas an der Zeit. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal mutig zu sein und zu sagen, gut, ich schaue mir mal meine Schwierigkeiten an, die ich habe. Warum kann ich dir nicht die Liebe geben, die du mir gibst? Das muss ja an mir liegen. Und das ist natürlich etwas Schönes. Selbstreflexion ist immer gut. Na? So, was macht das alles mit dir? Wir gucken. Looky, looky. Naja, in deinem Herzen, da schaut es auf jeden Fall erstmal hier schön aus. Mit den drei Kelchen, der Lupe und dem Baum. So, die drei Kelche, die Lupe und der Baum. Das klingt wie ein komisches Kinderbuch.
Also, so, was ist denn das, die drei der Kelche? Schöne Karte, Freude, ausgelassen, Glück, Wachstum. Da freuen sich die Menschen, die da auf der Karte sind. In deinem Herzen auch. Alles Paletti, dein Fokus liegt ganz, ganz klar auf Bindung und Wachstum mit diesem Menschen, der Baum, Karma-Karte, Gesundheit. Und Gesundheit heißt jetzt nicht nur, dass ich mich körperlich gut fühle, Gesundheit heißt auch, dass ich mich mental gut fühle. Na? Das ist immer ganz wichtig zu schauen, geht es meinem Körper gut, geht es aber auch meiner Seele gut. Also dein Fokus im Herzen auf jeden Fall, ja. Ich will da Wachstum, ich will da Bindung haben, ich will Stabilität haben und ich will Freude haben, ich will Glück haben, ich will ausgelassen sein, ich will Wachstum haben. Also in deinem Herzen schaut es hier sehr, sehr gut aus. Und auch bei ihm, er will das schon auch, aber wir haben hier festgestellt, okay, da ist ja richtig Rambazamba bei ihm. Er hat aber eine Idee, sein Herz ist da die Zündung dazu gewesen, dass es sagt, okay, jetzt schau dir endlich mal deine Schwierigkeiten an, warum du dich nicht fallen lassen kannst. Jetzt tu doch mal was, mach was, du musst etwas machen, mein lieber Kopf. Und der Kopf sagt, ah, stimmt, ich bin total gestresst und im kleinen Glück, ich muss hier etwas ausbauen, aufbauen. Ich muss schauen, dass ich stabil werde, blöde Sachen abgebe, mich den schönen Sachen widme. Das ist der Plan. In die Richtung darf es auf jeden Fall mal gehen. Und wenn ich mal bei ihm in die Tendenzen schaue, jetzt hier, Klärungskarte, jetzt liegen sie verkehrt rum, macht nichts. Das sind Klärungskarten, da ist es egal, wie rum die liegen. Hier die zwei der Kelche, auch schön, das ist nämlich die Liebeskarte im Deck. Also er hat schon verstanden, ich könnte dir ja durchaus mal ein bisschen mehr Liebe schenken. Na? In seiner Energie in der nächsten Zeit mit den zwei Kelchen ist auch Liebe auf Augenhöhe. Und Liebe auf Augenhöhe bin ich wieder oben bei dir, bei der Gerechtigkeit. Das heißt, du gibst viel rein, er gibt viel rein. Ja, das ist die Liebe auf Augenhöhe. Und hier Sense Wolken. Zur Anschauung lege ich es mal so rum hin. Wie gesagt, das sind Klärungskarten. Das macht nichts, wie rum die liegen. Fürs Auge besser zu verstehen. Sense Wolken. Ende der Unklarheiten. Und diese Unklarheiten haben wir ja bei ihm hier oben gesehen. Also seine Tendenzen für die nächste Zeit sehr gut. Ja, wo ich dir sagen kann, da wird einer auf jeden Fall mal endlich wach und versteht, okay, du bist ein Mensch, der hat viel, viel mehr Liebe zu geben. Ja, kann ich dir das bieten? Kann ich dir diese Liebe geben? Ich arbeite auf jeden Fall mal daran. So, da haben wir jetzt einen König der Münzen. So, der König der Münzen. Das ist eine Personenkarte. Das ist ein Mann, der tut was, ja, der bringt was nach vorne, ja. Und da geht es natürlich um den Stillstand und die Belastung. Also das ist das Thema. Wenn bei euch gerade so ein bisschen Kaugummi ist, Stillstand ist, wenn dich Themen, Dinge belasten, ne, und du sagst, will ja unbedingt, aber es liegt ja auch an ihm, dass da nichts vorwärts geht. Da ist jetzt mitten rein der König der Münzen gecrasht und sagt, hey, okay, ich werde jetzt mal was tun, weil ich habe nämlich verstanden, dass das Ganze ja an mir liegt. Mein Thema, das ich anschauen darf. Ich bin ein Mann, viele Männer, also ich nicht alle, ich muss mich auch nochmal hier wirklich bei den Männern bedanken, die mit am Kanal sind oder mir schreiben oder kommentieren. Die nehmen mir das alles nicht krumm, dass ich hier immer in der Rolle der Frau spreche. Und es sind nicht alle Männer so. Aber viele Männer, die ziehen sich immer gerne mal zurück, wenn es schwierig wird. Und das muss nicht unbedingt was mit dir zu tun haben. Das kann auch mit seinen Themen zu tun haben, die er um die Ohren hat. Oder vielleicht mit Erlebnissen, die er schon mal hatte irgendwann. Ja, und sagt, oh, bin mal auf die Nase gefallen, bin enttäuscht worden. Oder ich habe viel beruflich, privat um die Ohren, wenig Zeit. Das ist alles so. Da ist der Kopf im Mann schnell voll. Und wenn der Kopf schnell voll ist, dann muss der Mann sich zurückziehen und muss Dinge abarbeiten, damit er wieder einen freien Kopf hat. Ja, und ich glaube, genau sowas haben wir hier gerade. Aber Ass der Schwerter, eine Idee, eine Erkenntnis, ein Plan. Hier muss was passieren. Das Herz hat es gesagt, du darfst jetzt mal mutig sein und deine Blockaden anschauen, dass du vorwärts kommst. Von daher, schau die nächste Zeit auch gut aus, dass er hier etwas tut in Bezug auf den Stillstand und die Belastung.
Der König der Münzen, der geht schon zur Sache, der will etwas schaffen, der will etwas machen. Das wirst du bald spüren und merken. Freut mich natürlich sehr. Ja, und von daher eine schöne Legung, meine Lieben. Schaut richtig gut aus. Wir sehen uns dann morgen. Morgen gibt es die Botschaft vom Wunschpartner, die Energien zum Wochenstart. Das große Deck im Mitgliederbereich für die ganze kommende Woche mit allen Themen. Also wenn du möchtest und du bist noch kein Kanalmitglied, wenn du in meine Müsli-Schüssel möchtest, dann auf der YouTube-Startseite Mitglied werden oder unten in der Infobox ist, glaube ich, auch der direkte Link dazu. Da kommst du in die Kanalmitgliedschaft und in meine Müsli-Schüssel. Ansonsten, ja, wünsche ich dir ganz, ganz tollen Tag. Schöne Osterzeit auf jeden Fall noch. Bleib gesund, sei lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!